Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Teil. Ja, zu Beginn sieht man hier das Klassische, was man sich halt auch immer erhofft, ne? PvP-mäßig. Und dort sieht man zum Beispiel vor allem den Spieler Thunder, ne? Thunder Glow hier in dem Fall. Der Spieler hat mehrere Chars, ne? Ich habe den damals kennengelernt, auf Vorderseite natürlich, ne? Mit seinem Paler. Bin auch in so einer Gruppe von ihm, so eine selbst erstellte Gruppe. Da sind einige verrückte Menschen, nenne ich es mal. Also ich passe da, glaube ich, auch ganz gut rein. Und das ist auch einer der Spieler, die man getrost in seinen Bekanntenkreis einfügen kann. Das ist jemand, den ich persönlich noch nie ernst erlebt habe. Kann er sicher auch. Ne? Jeder kann irgendwo ernst sein, wenn man vielleicht auch privater Kontakt hat und dann passieren irgendwelche Dinge. Aber so rein spielerisch gesehen, ne, wenn man mit den Leuten nicht näher bekannt ist oder sowas, dann ist das eben einer dieser Menschen, die eben durchweg ironisch sind, albern würde ich es nicht nennen, aber eben eher humorvoll unterwegs sind. Also wo man weiß, man hat immer Spaß. Ne? Egal, was passiert. Ich war damals mit ihm, einem anderen Mädel noch und da war noch jemand dabei. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Den kannte ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es war auch ein männlicher Spieler. Also waren wir zwei Jungs und zwei Mädels, waren wir unterwegs und haben Boralus war das. Boralus wollten wir raiden, zu viert. Ne, das ist ja kein richtiger Raid, aber gut. Wir sind dann dahin geflogen, haben dann da einiges niedergemetzelt. Irgendwann wurde es dann auch zu voll. Da waren auch noch andere Hortel, aber nicht viele. Ich glaube auch nur ein oder zwei. Und irgendwann sind wir halt nur noch gefarmt worden, sind dann da weg und wollten dann mit dem Schiff nach Sturmwind fahren und... Also wenn man darüber redet, kommt es vielleicht nicht ganz so lustig rüber, aber es war halt wirklich witzig. Die beiden Jungs waren auf dem Schiff und wir beiden Mädels natürlich auch. So, und als wir angekommen sind, waren wir beide Mädels waren auf dem Schiff. Die Jungs waren aber im AV, also ne, Altrak Valley, also dem epischen BG. Jetzt nicht BG-mäßig angemeldet, sondern halt, die sind da reingespawnt während der Reise. Beide. Absolut beide. Und die kamen da auch so nicht wieder raus. Ne? Das war die sind sich da, keine Ahnung, die sind da vor sich her gestorben und so. Es ging gar nichts mehr. Ne? Die kamen da einfach nicht weg. Und ich fand es halt schon ganz klasse. So, weil wirklich dann ne, die Mädels, also keine Ahnung, uns ist nichts passiert. Wir sind ganz normal in Sturmwind angekommen. Ganz normal. Nichts gewesen, kein Debuff und so, aber die beiden waren halt da irgendwo drin verbuggt und wir haben uns da echt amüsiert. Ne? Wir sind dann noch dahin geflogen, haben geguckt, ob wir da irgendwie was machen können, aber war halt nicht so. Ne? Es war aber ein lustiger Abend. Also insgesamt gesehen, oder eine Nacht, war es echt witzig. Also wir hatten Spaß und wie gesagt, Thunder ist eben einer der Spieler, mit denen man, also ich zumindest, immer nur Spaß verbindet. Also ich habe da keine negativen Erfahrungen oder so. Manch einer mag vielleicht denken, oh, der ist komisch und so, weil der halt immer so ist. Ne? Der ist immer lustig. Nie wirklich ernst oder so. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz netter Typ. Und wie gesagt, ich kann da nichts Negatives sagen. Überhaupt nicht in keinster Weise. Gut, ja, ansonsten sieht man noch so ein bisschen, ja, Quatscherei. Nicht wirklich vom Belang. Nur ist einfach nur passiert, deswegen ist es drin. Und ich glaube, das ist für 99,9% der Spieler, Zuschauer, wie auch immer, tatsächlich völlig unerheblich. Bis auf eben vielleicht für die ein bis zwei Hauptcharaktere in diesem Part, die sich das vielleicht dann ganz gerne nochmal irgendwann anschauen und sagen, oh Gott, ja, dieser Abend oder so. Ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm, wie gesagt. Ich mache die Videos ja nicht dafür, dass oder weil ich mir erhoffe, dass dadurch irgendwie 4000 Abonnenten mehr kommen, dann müsste ich zu dem, dass ich den Inhalt ändere, ja auch aktiv Werbung machen. Das mache ich ja auch nicht. Und ich sage es immer wieder, es ist eigentlich ganz gemütlich so, weil man so noch den Kommentaren folgen kann, wenn mal welche kommen. Und in dieser Art Videos eher weniger mehr unter den Videos für hauptsächlich erwachsene Menschen. Aber wenn das jetzt zu viele wären, dann würde man da irgendwann nicht mehr mitkommen und
dann würden sich vielleicht manche Leute auch ein bisschen blöd vorkommen, weil sie einen vielleicht direkt ansprechende Frage gestellt haben oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die richtigen YouTuber das so machen. Ich für meinen Teil bin zufrieden, so wie es ist. Und werde das auch weiterhin machen. Und wie ich schon sagte, und sei es nur, um den einen oder anderen so ein bisschen zu triggern. Weil ich glaube, die meisten haben noch nicht so ganz verstanden, dass wenn jemand etwas macht, und vor allem wenn derjenige schon älter ist, der das nicht immer mit irgendeinem speziellen Hintergrund oder so macht oder aus irgendeinem Gedankengang heraus, der vielleicht auf finanzieller Ebene verankert ist oder ja, ähnlichem oder so, sondern wirklich nur so aus eigenem Interesse heraus. Ne? Und man muss ja auch ganz klar sagen, auch ich habe manchmal Videos gesehen in der Vergangenheit von anderen Darstellern, YouTubern, wie auch immer, wo ich mir dachte, warum ist das hier? Aber im Endeffekt muss man doch sagen, ist doch scheißegal. Wenn es mir nicht gefällt, gucke ich es nicht. Und ob ich jetzt was dann dazu sage, also negativ dann halt, ne, so, warum machst du sowas, mach das weg oder wie auch immer, oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich verdiene nicht weniger Geld, wenn das Video online ist. Ich habe nicht weniger Freizeit, wenn das Video online ist. Also ich selber schon, klar, weil ich mache die Videos, aber ne, der Zuschauer in dem Sinne hat ja nicht weniger Freizeit, nur weil ich ein Video online stelle. Es schränkt also niemanden ein, außer mich vielleicht selbst in dem Moment. Deshalb denke ich mir, irgendwann werden die meisten das auch verstanden haben, dass sie eben mit Sätzen wie, ja, aber ne, guck doch keiner und warum machst du sowas, mach doch was anderes oder so, dass sie da einfach nicht weiterkommen. Ne? Das ist mein Kanal, ich mache hier, was mir persönlich gefällt und wem das dann auch gefällt, das passt. Ne? Dann hat man eben so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und wem nicht, dem kann ich halt nur sagen, es gibt Milliarden von anderen Kanälen, auch WoW-bezogene, viele WoW-bezogene, dann schaut halt da rein. Das ist ja nichts Schlimmes oder so. Da ist vielleicht eher euer Content vertreten und von dem her hoffe ich, dass ihr dann da ein bisschen mehr Spaß habt als bei mir und ja, dann ist doch alles gut. Also ich sehe da nicht so viel Schlimmes drin, wie jetzt vielleicht andere meinen oder vielleicht hoffen, wenn sie irgendwas Negatives sagen über den Inhalt oder so. Finde ich nicht schlimm. Ist alles cool für mich. Und dann schauen wir einfach mal. So, hier gibt es tatsächlich gar nichts mehr weiter zu sagen, weil, wie gesagt, der Inhalt schon eher darauf ausgerichtet ist, auf die Spieler, die dann in dem Moment gerade Hauptakteure sind. Und ja, ich denke, die sind fein damit. Die wussten das, die wollten das. Und Grüße gehen raus. Bleibt gesund, passt auf euch auf und baut keine Scheiße.